Wo ist der Big Daddy, frage ich mich gerade. Habe ich dich schon mal hier gesehen? Anscheinend nicht. Ein Autohacker. Sehr gut. Sauber. Aber wo ist der andere Big Daddy? Den habe ich doch hier irgendwo liegen gelassen. Wo? Oh. Ich wollte gerade sagen, mein Elektroball ist weg, Alter. So geht's natürlich auch. Muss man nicht so viel zielen. Ich glaube, der Big Daddy müsste da oben irgendwo sein, ne? Jedenfalls glaube ich das. Ich muss auf jeden Fall zurücklaufen, das ist klar. Davon habe ich schon genug. Alter, wieso stehst du auf? Hau ab. Okay, das ist so eine Leiche. Ich hasse Leute, die einfach so aufstehen. Ich lebe noch. Drecksbastard. Ich glaube, das ist der Rückweg. Wir müssen irgendwo die Big Daddies rumliegen, die ich schon erledigt habe. Ah, der war ja ohnehin schon da. So, das heißt, ich brauche nur noch einen Big Daddy. Der muss hier aber auch irgendwo sein. Alter. Oh nein. Wo ist er hin? Oh. Das sind viele. Alter, hört auf mit dem Scheiß. Wie viele laufen denn hier noch durch die Gegend? Leute. Hört auf, irgendwo aufzutauchen, wo ich gerade nicht hingucke. Ist nicht fair. Ha! Schlampe. So, da muss ich lang. Das heißt, ich gehe hier lang. Wo ist der Big Daddy, den ich getötet habe? Daddy? Hallo? Kann ich nicht rüberspringen, das weiß ich ja schon. Jetzt laufe ich fast den ganzen Weg zurück, ey. Und für was? Für so einen Daddy, der wahrscheinlich nicht mehr da ist. Der ist weggespawnt, bestimmt. Kann doch nicht sein. Jetzt sind wir hier am Anfang, ne? Das ist schlecht. Womöglich muss ich jetzt einen Daddy noch töten. Weil ich den ja nicht wiederfinde, meinen alten. Das ist denkbar schlecht. Munition verschwenden finde ich ja nie so schön. Ich hätte es mir aufsparen sollen. Ich wusste ja, dass dieser Part irgendwann kommt. Aber ich habe gedacht, der bleibt liegen, der Big Daddy, so wie der hier. Aber der gehörte so ohnehin schon dahin. Aber hätte ich mir doch gemerkt, wo ich den Big Daddy getötet habe. Okay. Jetzt laufe ich schon durch gegen Mauer. Sehr professionell. Ach, ich hätte die Medi-Station hinten kaputt machen sollen, ne? Ja, jetzt ist es zu spät. Bam, bam, bam. Hallo? Gib doch, ey. Unbesiegbares Ding. Ich habe auf jeden Fall schon den Daddy und ich habe nur 11 ionischen Schrot. Es müsste aber theoretisch reichen. Nur theoretisch. Ach, was soll's. Komm. Es muss einfach... Nein, das wird nicht reichen. Wieso war da gerade so ein Stromding? Wieso ist der hier noch gefesselt? Der zieht dich. Nein, er hat mich verlangsamt. Nein. Verzieh mich. Oh. Geschafft. Also, was bleibt mir noch übrig hier? Oh, scheiße, jetzt habe ich schon wieder... Oh, ich verbrauche gerade Verbandskästen ohne Ende. Ich wollte eigentlich auf Select drücken.
Also, Ziele. Finde Nukleinladung. Hä? Gib das Ionengel in eine P-Bombe, stelle Bombe fertig. Oh, ich finde. Brauch noch das hier, ne? So, ich hoffe, das führt mich direkt zum Ziel. Na, hab ich schon voll. So, wenn ich jetzt einen Verkaufsautomat finde, kann ich mir wenigstens ein bisschen Verbandskästen und so kaufen von dem Geld, das ich sowieso im Überfluss habe. Aber naja. So, ich glaube, ich muss jetzt in diesen ins Forschungsraum da von diesen komischen Typen, ne? Aber erstmal sollte ich das Ding hier hacken und dann ein bisschen einkaufen. Für schlecht. Ach du Scheiße. Oh, fängt das schon wieder an, ey. Wo kommen denn plötzlich die ganzen Alarmplatten her? Was soll denn das? Ey, ich habe doch den Schwierigkeitsgrad verringert. Das kann nicht wahr sein. Vielleicht ist das einfach nur Pech. Jetzt, wo ich gerade irgendwie nichts finde, wo ich lang gehen kann. Ach doch, da. So und so. Das Wasser fließt auch wieder so schnell, ne? Gut, Verbandskästen, das muss reichen. Römischer Schrot. Füllen brauche ich nicht. Die Spritze kann ich auch nochmal vollfüllen. So. Ja gut, das waren ein bisschen viele Verbandskästen. Ich weiß ja, dass bei der Bombe noch ungefähr 1000 rumliegen. Aber naja, ich habe so viel Geld, ne? Das muss man einfach irgendwie aufbrauchen. Ich will es nicht hacken. Also 0126 war das, glaube ich. Jo. So. Da. Nein. Da muss ich lang. Ich würde es am besten irgendwie so noch stehen lassen. Falls es geht, weil ich glaube. Ah, Dreck. Weil ich glaube, dass da gleich eine ordentliche Welle kommen wird. Komme ich da durch? Okay, ich bin durchgekommen. Da werde ich vermutlich nicht durchkommen. Ist irgendwo ein Dreck. Nein, hier ist nirgendwo Dreck, sondern ist irgendwo ein Radio an. Stickstoffgranate habe ich auch mal wieder zu viel. Pistolenkugel. Ah, hat sich aufgelöst. Schade. Oh, eine Upgrade-Station. Sauber. So, was nehmen wir denn heute? MG habe ich gelernt, das ist scheiße. Schrotflintengeschwindigkeit brauche ich auch nicht. Granatenwerfer, Schadenssteigerung. Chemowerfer, Reichweite. So viel kann ich ja nicht mehr machen, ne? Ach komm, weißt du was? Oh. Volles Upgrade für 2 Waffen. Cool. Die Kette bewegt sich. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Also Ryan hat eine Utopie erstellt und weigert sich jetzt Gesetze zu erstellen, damit ja, Utopie auch erhalten bleibt. Aber jetzt sind natürlich die ganzen Drogensüchtigen hier, ne? Ja. Davon halte ich eigentlich nichts. Oh. Und nu? Ich dachte eigentlich jetzt, kommt hier irgendwas oder nicht? Oh, Telekinese, scheiße. Halt tot jetzt schon wieder. Sehen, kann ich hier irgendwo lang gehen, ohne dass ich da irgendwie Gefahr habe, drauf zu gehen? Ja, da ist ganz gut.
Dafür muss ich aber hier nach rechts und hier einmal nach oben. Dann muss ich das hier auf jeden Fall auflösen. Dann benutze ich den hier. Und jetzt muss ich nochmal hoch. Und rechts. Perfekt. Nein, noch nicht. Fast hätte ich auf Y gedrückt. Das war knapp. So. Gut. Weiß ja nicht, wozu ich den noch brauchen werde. Aber was zur Hölle hat das jetzt ausgelöst? Hä? Ist das nicht irgendwas gebracht haben? Ist das hier irgendwas? Ah, Nitroglycerin. Sehr nice. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt hier eine übelste Welle reingeflogen. Boah, hier ist nichts. Na gut, ich habe hier zwei Geschütze. Aber trotzdem nichts. Das passt eigentlich überhaupt gar nicht zu dem Spiel hier. Dass da mal nichts kommt. Lebst du? Weiß nicht, ich bin skeptisch bei Leichen. Ich meine, da ist zwar Blut und alles, ne? Aber kann auch Ketchup sein. Dann weiß es nicht. Da! Okay. Oh. Ich vergesse, ich habe keine Schrot drin. Aber Schadenssteigerung hat geholfen. Hau ab. Deswegen kann ich jetzt auch mal die MG ein bisschen benutzen. Sonst ist die ganze Munition eigentlich recht schade dafür. Dass ich die nicht aufbrauche. So. Bombe bauen. Achso. Muss ich jedes Mal einmal draufklicken, okay. Ich glaube, sie ist fertig. Sie ist fertig. Jetzt geht's zu Ryan an den Kragen. Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Ja. Es sieht nicht nur aus wie eine Bombe, es ist eine Bombe. Scheiße, ich muss noch landen. Alter. Dieses scheiß MG bringt gar nichts. Drecks MG. Und ich schicke die Läuse, du Arsch. Nicht mal bewegen kann er sich, wenn ich auf ihn zulaufe. Perfekte Multiplayer-Spieler. Nie weglaufen, immer der Gefahr stellen. War ich hier schon mal? Ja. Na, bouncen. Moment, ich kann doch bestimmt noch ein paar Fotos von dir schießen, ne? Oh, 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 das war knapp. Ich wollte nicht einen Film machen. Eieiei. Oha, neues Kampf-Tonikon, Ranch Jockey 2. Dein Gegner hat Ranch Jockey und du glaubst immer noch, du könntest ihn besiegen? Dann sicher, weil du schon Ranch Jockey 2 hast. Lass dich nicht mit dem Modell vom letzten Jahr erwischen. Rüste dich noch heute auf. Okay, brauche ich nicht. Hier sind nochmal zwei Fotos von. Okay, das war's. Keine Punkte mehr für den Zero. Pistole brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Jetzt bin ich wieder meine Lieblingswaffe. So. Hört auf damit. Es bringt nichts. Oh, toll. Jetzt habe ich das Herz schon wieder aufgebraucht, was ich gerade bekommen habe. Ja, jetzt muss ich einmal kurz husten. Ich wollte eigentlich mein Eve aufladen. Ja, super, ey. Heute ist mein Fail-Day, aber richtig. Einfach so mit Sturm um mich schießen, ne? Hier ist doch wieder irgendwer. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier nirgendwo eine Leiche ist, die aufsteht? Eine Kassette? Eine Leiche, okay. Leiche scheint neu zu sein, ne? Sie verordnet, dass der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann.